Wir freuen uns, dass ihr von der Weile eingeschaltet habt. Sehr vielmals Dank schön dafür. Uns wird auch sehr gefallen, wenn ihr da unten würdet den Subscriber anklicken. Oder vielleicht mal unsere WhatsApp-Nummer abschreiben. Von der möchten wir euch ein schmuckes Zeugnis geben, was Johann und Helena Wiebe von Bolivien uns mitteilen. Was dies Mann alles hat durchgemacht. Und wer Gott am gefunden hat, wer Jesus am seine Sünde verjüft hat und am ein neues Leben mit am gejüft hat. Vielleicht bist du auch von der so einer, was auch im Trouble ist und du möchtest hier mal rückkommen von dieser furchtbaren Sünde, wo du vielleicht für Jahre Bände gelebt hast, sagt uns Bruder Johann. Ich möchte dich ansparen, dir diesen Video ganz beim Einkicken. Das ist endlich nicht ein Video, das ist bloß ein Audio mit den Bildern, die er mir hat geschickt und er hat dir Bohnen abgedonnen, sodass du ein kleines bisschen in die Deutsch kriegst, wo er nur leben wird mit seinen Frau und seinen drei Kindern. Hat. So, ich hoffe, dass der Helle jetzt, was die Anrede von dir mit dem Zeugnis von uns Bruder Wieb von Bolivien, sodass du auch was kann ein Leben mit Jesus anfangen, sodass du was ein Leben mit Jesus leben kann, so ist er. Dass du endlich mal kannst loskommen von dieser furchtbaren Sünde, wo ich auch so lange bei mir gelebt habe, wo ich bei mir gelebt habe. Und von der, als ich mein Bruder am Hahn, ich ist auch dein Bruder am Hahn, wenn du Jesus kennst. Aber vielleicht bist du noch so einer, was Jesus nicht kennst. Ich hoffe, dass du was von der auch so eine Entscheidung machen, als uns Bruder hier mitteilen wird. So, dass wir gerne eine große Familie wurden. So, kickt ganz bei dem ein, horch dir das Zeugnis an. Möchte Helle jetzt die wirklich anrede mit dem Zeugnis. Wir wünschen dir und deine Familie noch einen schönen Tag mit Jesus. Ja, ich kann meine Geschichte oder mein Zeugnis dann schicken, dass ich dort denke, was ich habe und das hat mich, dass ich mir einmal sowieso will, dass ich die Menschen nicht sei. Ja, ich würde zum Platz dann anfangen von einer Jugend, würde die Stunde mit mir immer mit einer großen Angst. Und ich wusste, dass, wenn ich gut sterben, ich gut nicht selig werden kann. Und mir war das aber kümmel gesagt, und ich habe schwere Tiden da gewohnt in der Jugend. Sehr schwere Tiden habe ich da gewohnt. Und ich wusste, aber eine Angst hatte ich nicht gesagt, dass ich gut nicht selig sterben, so sag ich, und ich wusste aber nicht, was ich soll tun. Und so ging ich, wie ihr meint, gräsam gepflegt, sehr gepflegt, und mir war das nicht klargestellt. Mir war Angst und ich ging aber bei ihr mein. Später sagt, wo du so bin, bei der Taufe anfangen, würde ich noch sterben. Und ich war aber nicht reut. Und so befriedigt mich. Ja, und dann, dann ist wie alle mich. Dann waren sie mir da, wie wohnt am Hof. Sehr schwere Tiden da. Wir haben im Museum Monat gewohnt, aber schwere Tiden. Dann kriegen sie ihre alle Kinder in Haus, dann wollen sie mich morden. Da sehen sie mich schließlich, dass wir waren mit ihnen von der, dass wir waren kein. Von ein paar Angst hatte ich, aber von ein paar nicht. Und dann ging uns so, meine Frau wie aber mit mir. Und dann ging wir in den Hängen, dass wir uns auskriegen, die Menschen taub. Wir sollten eine klare Monaschine. Und die ganze Gruppe Menschen wieder arm. Saß stärker wurde wir, Mana. Wir sollten eine klare Monaschine, die fing uns nicht. Die ging das erste Mal, der besiegt uns vorbei, die fing uns nicht. Nächsten Tag nach Flucht, ey. Schiff wurde mit drei, wo ich für ein schwarzer Tafel wir, wo ich für ein Beisitzsteig Mensch wir. Und dann, wie wir 2 Jahre befreit, und ich fing war unter Süden und Tisch mit. Dann wieder ein Ziel leben war. Und dort ging Schlag. Ich wusste, dass das wieder Kämmer bestehen. Ich wusste, dass das wieder Kämmer bestehen. Und mir sieht, ob ich Kämmer wäre, was ich müsste. Kämmer. Dann oben wurde eine schreckliche Sache von den Schwierfuhrer, dort als eine eine Dach drin. Die Lebenszeit, die Brücke von 10 Jahren ab, sag ich meine Frau dort, nur weil sie da losfahren, sie hat dort unbefohlen drin, dort mein Stall, dann war dort nicht so gut im Markt, als es an Bord kam. Dann sag ich mir dort, und dann war das an Dach gebrochen, dann tun sie frisch, und dann hat ich ab 3 Sorts bei mir gehört,
So wie nun gekommen, wie man sein hat Gott luten. So skottet dann alle ihr viert Haft. Dort ich hatte Stuhllichter, aber umkappt gehorn. Dort sie haben mir wohl dort mehr eine schändliche Zeit herreiten. Die Tiden, die ging ich durch und ich funk nervös fried. Und ich will dann auch beter. Und ich will beter, wenn mir so eine Prüfung gestellt werden. Ich weiß nicht, wo ich muss tun. Und dann schließlich kommt der andere Mann am Monk. Und da war er dann eingebracht. Aber immer in Feindschaft gelebt. Immer. Und ich soap. Und ich schmeck. Und ich habe mir Messkrieg. Fing gepflegt. Und das dort ging die Tiet allein. Dann fang an, durch all die Sachen. Ich will meine Brüder zu Gott holen, dass sie uns gejift hat. Aber die Südhunde trübeln mich. Die Südhunde wieder bekämmert an. Da diene früh so und so. Dann so beten, dann kommen wir in die Hüse, na wir Boys. Und dann wird alles ihre Schuld. Rennen alles wie ihre Schuld. Sei ein schlechter Mensch weg, das wäre alles ihre Schuld. Kommen wir in die Hüse von wo, dann wird immer nicht gut, was sie tun hat. Dann kriegst du die Trache flucht. Und ich weiß nicht, was ich soll tun, und ich schlucken ging. Ich will es aber nicht, dass das dort, wie sie das wollen schlucken wollen. Ich will immer Arbeiter unterwegs. Ich habe sehr viel gefahren, Krüber gefahren, Haken, Gerätschaft gefahren und sehr viel für andere Hundarbeit zu tun. Ich habe mir gräßend viel Geld verdient. Und ich will ich ein reicher Mann in Geld. Nicht so wie wörtlich tenisch. Wir haben endlich nicht zu leben. Dort wir eher wie smart. Bloß dort eten, was wir haben. Dann denke ich, ob er dass die Lebenszeit ist dort wir immer pflegen und süden und zu der Früh bei sein. So wie kommt, hat kein Sandmeier, dort ich beten dort. Wenn es bekannt wie ich einmal nicht hoch nicht, habe ich einmal keine, dass ich kann seilig werden. Dann denkt mir dort, der Schlag, aber immer war er, wenn die Sand abging, dann kam die Sud von mir nach meinem Bild. Riem die ab, wenn das einmal zu laut. Riem die bis ab, wenn du schaffst es das nicht. Du hast auch einmal keine Fried fein. Und einer wird der Wort, meine Frau hat meist dort zwei Hotz, das ich gelebt habe. Und wenn es ihr hochkommt, die Menschen, andere Menschen mit Trübeln dort. Na, wenn ich nicht Hüste habe, dann treffe ich meine Frau dort immer. Ich weiß nicht, warum, ich kann es nicht besorgen, warum. Mit jemand hat über die, wir haben viel geredet, über ein viel gehielt, dort ich dazu gemerkt habe. Aber ich weiß ja nicht, was euer Partner wird. Ja, und so ging das wieder. Und dann hat wie wir da noch ein Kind. Ja. Ich habe ein Kind. Dann hat wir ein Kind. Wie man sagen, wie noch wie. Ich will das nicht fragen. Dann das zweite. Dann hat wir nicht mehr Geld und Doktor. Und wir müssen aber nur die Doktor, wenn es ein Bereich von mir. Und dort war bis euer mit Pflegen. Dort wir auch bloß pflegt wird. Ich würde sagen, ich bin ein verpflegter Mensch, ein böse Feind. Und auch der böse Feind wie ich. Dann bin ich dort hin, dann spüre ich den Weg ganz verzehren. Wenn ich mich hauptkönne, ich weiß nicht, wo ich soll, und die Kolonie, die schwingt mir auf. Und dann nicht von den Jahr 3 hat wir frischen Baby. Wir haben die 3 Tage, sei ein niedliche Babykiss. Dort älteste Essen saß, ja, saß ein Hof, ja. Und das zweite Essen ist 2,5 und das andere würde ich 1 Jahr sein. Na, vor wie nur Santa Cruz. Von meinen Eltern, ich lebe bei meinen Eltern. Gott, die hält mich durch. Bad ich tue. Sei ihr Prache und die Beten, die Rot hat. Immer muss ich jetzt mit Licht haben, na, wo die Welt über sie da. Da ich mal sagen, ich weiß, ich kann das nicht sperren, ich habe ihr Ding, wo ich wir. Sie sind wen dort zu sehr da. Dort ich ihnen von Jesus vertrauen würde, mir gerat hab. Von dort alle. Und wo ich mich bekehrt hab, wen dort sind mir so da. Ja, das kam der Sound, dort ich mich bekehren kann, durch 2 schwere Tiden. Und dann fuhren meine Eltern, und da wären all meine Mama, die wir bekehrt, aber Papa, der lebt noch so, und
an seinen Glauben, hat verschiedene Dinge, was nicht mit der Bibel leugnen lässt. Aber unsere Mama hat er lange immer abgeschaut mit mir, dass er gewacht hat, dass ich gut unerschaut habe. Ja, und sie hat nur Botschaften. Botschaften sind eine christliche Botschaften. Da anfangen wir, was immer, was einer nie wird fehlen, all wir hier haben, manch so eine Christen. Und da ich dort, und dann direkt Bibel lesen, mit einem Hoss ich dann, wo ich mal ansehen. Dann dauert Wort, was ich selbst nicht kann sein, aber die Stuhl so da. Ich kann auch niemals so eine Dachstuhl von Bande sein, als dort tue. Und dort habe ich dort, dass ich die Offenbarung, nee, nicht Offenbarung, die Galater 5 von 19 der Länge lesen, dass ich bin all dort da, mit dem Open, dann war das da. Ich würde das Gleichnis sein. Dort wir ein bisschen dort schrieben, dort Lehrten vom Boden wie abgeritten darauf, so dass es war, ich kann mal euer andere Eltern erhüßen von Bern, so Schmack gesehen, in so eine klare Fenster, in so Schmack aus den Gardinen in der Rennen ausleiten, dort wie wirklich ein interessantes Ding von du an, na von du an wie mein Hart leichen, von du an kann ich mich heilgeben. Ja, so eine Hand, das ich in der Schacht hatte, ist das auch 8 Jahre, deswegen ist das Scherie, hat den Möbel mehr. Und ich fahre gleich, ich bin Hebermulner, wie mit 3 Fingern schauf. Der Dichter und Dürm, der ist ganz kram, den habe ich Luten top nähen. Und mit den Kindern schaufen, ich konnte es das noch mal. Ich kann auch wieder das Schwab, wenn ich meist 2 Werke mal so, wenn wir wenigstens Bebe, dann kann ich sehr schwer, dann ist mir die Strophe sehr groß. Ja, und mit einem Jahr habe ich wohl nie so viel Arbeit. Ich habe mal einen Wildstich gehabt und ich wollte einen Tun machen für meinen Vater. Und ich freue mich, dass ich den Morgen später mein Jahr übe. Unser Papa, der hat noch ein ganz schwindiges Leben. Ganz schwindiges Leben. Wo unsere Mama noch beständig geblieben als bei Hitler. Und Papa hat nach rein ein bisschen sein schwindiges Leben gelebt. Der ist viel aller geneigt in der Hierarchie. Und dort hat er uns kennen, ob es sein war. Dort ist der Nacht, wo wir alle ein bisschen stumm bleiben, dort wie, dort hat es erschienen. Am Städter, die Sache ist oben war. Am Städter, dort wie wir immer am Reden. Und dort wie, als Mensch, man hat sich auch bekehren, da. Er steht sich sein. Aber was er wieder mit tun, er steht sich besser, nicht hat Hüß verloren. Ich esse nicht wie Mama. Ich stehe dann dazu, ich sage, was gut für ihn, dass keiner mehr weiß, wo er ist, aber dann war wie Gott die Sache bis unbefehlen, dass die Sache kann schlechten. Und dort heute kann Kopf recht drehen. Ja, Klärung würde er nicht wählen, aber wir sind hier wirklich in der schweren Zeit. Mit den Führern, da ganz stolz zu werden, nicht mehr mal am Steck sein. Wenn die Mama betet alle Tage für uns, und der hat uns in das Nähe getragen, würde ich dort noch kommen und finden in Haus haben, was er immer Prost behandelt und quälen wird. Nach einer Frequenz beten kann ich dort 3 Grad tragen, dort war der Gipfel. So, hier wollt ihr nun noch die Telefonnummer geben von Johann und Helena Wiebe. Wenn ihr den mal einmal wollen anrufen, hier ist die Nummer. Wenn ihr mal für ein Bede wollen, da wird sehr schmuck sein, vielleicht mal ihr anrufen, ihr Bild merken, wieder zu merken. So, wenn ihr einen wollt, vielleicht mal einmal noch unterstützen mit finanziell, das wird auch sehr schmuck sein, muss Gott jünger versehen.